Willkommen zurück zu einer neuen, schrecklich haarigen Folge Finding Quantums Mom mit dem Code-Code-Experten-Kreis. Haha, ja, ich bin der führende Code-Code-Code-Experte auf meinem Gebiet. Du bist der Einzige, der es vermag, Bigfoot-Code zwischen Code-Code zu unterscheiden. Code-Code? Code-Code. 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 Naja, ich habe damals, ich wurde angesprochen, ob ich mein Hobby nicht zum Beruf machen will. Damals, als du im Zoo Giraffencode-Forscher warst, ne? Ja, ja, das war ja eigentlich so deine Anfänge. Ja, ja, bei Giraffen beginnt es meistens ja, ne? Die fangen so, ja schon an mit dem Verdauungstrakt direkt unterm Kinn. So, ich lade hier im Van meine Knarre jetzt, ne? Achtung. Aber ich lade normale Munition also, rein. Also, ich habe jetzt hier... Nee, wir müssen ja erstmal hier ein bisschen antrackern, oder? Ich knall den über den Haufen. Du kannst ja den Trackmeister machen. Also, und ich mach Tracker-Lease. Ich tracker den richtig. Ey, lass mir aber auch nochmal zwei Tracker hier für Notfall. Ja, hier, weil, für Notfall. Erst sagt er, nee, ich will töten und Blut. Und mit seinem Blut und seiner Scheiße werde ich dann... Rituelle Bilder malen und so. Das ist für einen Notfall, weil, das ist nämlich falls Bigfoot mich jetzt in seine Höhle zerrt, kann ich mir so ein Tracker-Ding vorne in die Strollerscharte schieben. Da wird er es nicht finden, weil Bigfoote mögen keine Genitalien. Es ist ein bewiesener Fakt. Ich muss jetzt erstmal hier runter zu Lake Schlapper die Nudel, denn ich habe irgendwie so das Gefühl, dass wir diesmal bei Lake Schlapper die Nudel den haarigen Mann finden werden. Aber nebenan beim Lake Schlacker den Pudel, da wird ordentlich geschwommen. Da ist neulich Hundetraining hat da stattgefunden und Bigfoot hat einige Delfine, klar, Dalmatiner gefressen, wollte ich eigentlich sagen. Du meinst hinten bei Lake Dip on the Buben? Ja. Hate, ne? Lake Schleckermadudel, ne? Schleckermabubele. Lake Schleckermabubele hört sich an wie so ein See in so einem jüdischen Reservat. Irgendwie. In einem jüdischen Sommerlager. Ja, im jüdischen Obwohl die Juden mögen keine Lager, deswegen wird es sowas wahrscheinlich nicht geben. Oh Gott, was ist das? Was ist das? Sind wir jetzt beim Sumpf? Was ist das? Wieso sind wir jetzt beim Sumpf? Ich dachte, wir gehen hier zum Lake. Verändert sich die Karte? Ist die Karte random generiert? Sumpfschleckermaludel? Ich weiß es hier nicht. Oder? Ich meine, wir sind einfach nur in die andere Richtung gegangen. Nein. Jetzt. Doch. Nein. Doch, guckt auf die Karte. Der Sumpf ist schon immer nördlich von unserem Schlackermadudel-Fahrzeug gewesen. Ich meine, wie kamst du eigentlich damals auf die Idee, dir Kot ins Zahnfleisch zu reiben? Ich meine, naja, in den 70ern haben das die Leute gemacht mit Jahren. Schnee und du hast irgendwann gedacht, hey, weiß ist nicht so meine Farbe, ich will was Braunes. Naja, klar, weißt du, das ist halt das. Ne? Die Leute in den 80ern haben gesagt, Coke ist cool, aber ich habe gesagt, Kot ist cool. Und also ich habe das am Anfang erst falsch verstanden, doch dann hinterher habe ich eine Passion dafür entwickelt irgendwie. Naja, so ist es halt. Boah, zum Glück spielen wir jetzt heute mal tagsüber. Dann brauche ich mir nämlich nicht wieder in die Hose kacken. Bist du nervlich schon ein bisschen angespannt? Bist du angespannt? Ich weiß nicht. Also ich wollte ja eigentlich gar nicht mehr spielen. Du hast mich überredet, weil du gesagt hast, Bigfoot hat deine Fresse vergewaltigt und du bist Rache dafür. Ja, ich meine, das waren deine Worte. Ja, weißt du, was der nach der Aufnahme mit deiner Leiche noch angestellt hat? Der Typ, das willst du gar nicht wissen, Alter. So, ich habe jetzt erstmal hier eine Kamera platziert. Ich bin ja der Einzige, der auch wirklich ein Fachmann ist. Aber da hinten wird er doch nicht sein, am Lake Lakalaludel. Klar wird der da rumrennen. Guck mal da hinten. Siehst du das? Ist das, sollen wir es töten? Ich weiß nicht. Was wäre, wenn wir eigentlich in so einen Hirsch... So, echt erschossen. Jetzt? Ich hab den abgeknallt. Das war ja total easy. Einmal rein. Das war aber auch ein genauer Blattschuss durch den Anus bis vorne ins Hirn. Hörst du das? Da war doch irgendwie... Guck mal, was ist, wenn ich jetzt hier so einen Tracker reinjag? Jetzt ist hier ein Tracker drin. Wenn er den frisst... Ja, hier ist ein Tracker drin. Ja, stimmt. Soll ich hier noch eine Kamera platzieren, so in die Büsche? Ja, mach mal. Falls er kommt heute Nacht. Welche ist das? Nummer 2? Kamera Nummer 2 ist das, oder? Eigentlich ganz schön die Gegend hier, oder? Ich meine, wo sind wir eigentlich? Schön. Ich glaube, wir sind in Kanada. Bigfoot ist, glaube ich, laut der Doku, die ich gestern geschaut habe, Nordamerika. Aber ich glaube, wir sind in Kanada. Ich glaube, dieser Park, den gibt es nämlich wirklich, diesen Jasperson National Canadian Park. Den Canadian, ja, aber wollen die Kanadier jetzt Bigfoot für sich beanspruchen? War schon immer so, klar. War schon immer so. Viele behaupten ja auch, Bigfoot wäre ein verwirrter Mountie. Also der seine Hosen ausgezogen hat und im Wald umherirrt. Quantum meinte neulich, er hat ihn geheiratet. Er hat sie geheiratet, deswegen sollen wir keine Witze über seine Frau machen. Ja, manche mögen es fällig. Was ist denn hier los? Was ist das? Das ist ein... Nee, okay. Ich finde, Rip Zweig klingt wie so ein Politiker. Ey, das habe ich noch nie gesehen. Ne? Was Rip Zweig? Hier waren wir noch nie, guck mal. Alter, was ist das hier für ein mysteriöses Tal? Ja, hast ne? Ist ein Wind? Alter, hier zieht's wirklich windig durch. Hier zieht's ganz schön durch. Oh Mann, jetzt krieg ich doch wieder ein bisschen Angst. Aber es ist zum Glück... Ich hab eine Leiche gefunden. Oh mein Gott, die ist total verknickt.
Hm. Die ist richtig knicky. Der hebt den linken Arm. Was denkst du, will er uns damit sagen? Der stinkt doch schon nach Fliegen. Warum stellst du hier eine Kamera auf? Die wird der Fickbutt ja, aber nicht mehr... Ja, klar, natürlich. Meinst du, Bigfoot wird nochmal vorbeikommen und an der Leiche nippeln? Ich könnte mir das vorstellen. Ja, der ist so einer, das ist so Reserve, weißt du? Oder... Aber guck mal, wie macht man denn Blätter auf die Fallen? Ich habe keine Ahnung. Das würde mich interessieren. Ein ewiges Mysterium. Eher wahrscheinlich werden wir die Kreatur Bigfoot erforschen und wir können ja mal, verstehen. Wir können ja mal vielleicht eine andere Strategie fahren und sagen, okay, wir fahren tagsüber die Kameras und so und dann gehen wir einfach nachts in unseren sicheren kleinen Trailer und warten dort bis... Ja, was machen wir darin? Uns an Zipfel langen und gucken, welcher länger ist? Ja, was machen denn so Forscher sonst oben, weißt du, am Nordpol oder so, irgend so Arktis-Forscher? Du denkst also, die stehen alle irgendwo in irgendwelchen Zelten rum und messen ihre Schwänze. Und schlackern die Nudel, ja? Aber da habe ich was gehört. Moment, da hinten hat sich was bewegt. Was war das? Ganz es ruhig. War groß, es war vertikal auch irgendwie. Ganz ruhig, ganz ruhig. Da war doch was, oder? Da hinten war doch was. Ah! Ja, was denn? Nichts. Was? Wollte ich nur- Boah, meine Fresse. Du bist so ein Wichser. Scheiße, okay. Mann, ich dachte, da wäre was. Ohne Scheiße, wenn Bigfoot kommt, ich werde dich Operation menschliches Schild. Ich werde Operation menschliches Schild mit dir machen. Okay, wenn du dich traust. Das werde ich wirklich machen. Ich werde sagen, nimm ihn. Ich werde dich hier, ja, ich werde dich einreiten. Jetzt sieht ja, man wieder, wie mutig du bist. Ich reib dich ein hier mit Schnitzel. Hör auf, bist du wahnsinnig. So. Ach. Kommen heute Abend wieder alle Kinder und wollen an mir lecken, weil sie nichts zu essen hatten den ganzen Tag. Das warst aber jetzt nicht du, oder? Nein, das diesmal war nicht dein nicht. Anus, das oder? Das kam von da hinten. Nein. Das kam von hinten? Von da hinten. Ich glaube, wir sind tief drin in den Jagdrevieren von... Hattest von du schon eine Bärenfalle aufgestellt irgendwo? Nee, ne? Nee, du. Oder? Nee, du. Nee. Was ist mit unserer Magenverstimmung. Nee, der Tracker ist schon ausgefallen wieder. Oder wo ist der Tracker hin? Ja, der ist schon wieder weg. Der war da unten bei der 2. Nee, das funktioniert nicht. Dem irgendwas zu fressen zu geben. Ja, oder er hat ihn gefunden, noch hat sich dann aufgeregt. Meinst nee, hier waren so? Wir echt noch nie. Also Tracker verseucht mein Fleisch. Am Lake schnackernder Nudel. Boah, aber so leicht schwitzig bin ich schon aber wieder, ne? Ich weiß hier nicht. Am Rock Dick on my Ditten. Dip on my Dicken? Rock Dip on my Dicken. Was ist das? Oh Gott, ein Hirsch. Der wollte mich. Da hinten ist irgendwas. Ich sehe da hinten was. Da ist was, ein Hochsitz. Am Buzzin' Frog. Am Buzzin' Frog. Weißt du, wo ich das her hab, Buzzin' Frog? Von, wie heißt der mit Leslie Nielsen, Alter? Auf der Flucht oder auf der Jagd oder so? Wo er in diesem Anglershop steht und dem Typen dann sagt, wo er herkommt oder so. Und dann sagt er, ich war früher oft mit meinem Vater angeln, oben am Buzzin' Frog beim Lake Bluggerly Noodle oder nicht mehr. Alter, ich ja, höre schwere Schritte gar oder nichts. So. Nee, das war Regen oder so. Nein, ne? Ach nee, das ist mein Atem. Oder dein Atem. Ich glaube, ich bin Atem. Der hier ziemlich schwer atmet. Ja, ich weiß auch nicht. Das ist deine Raucherlunge, Alter. Also wir sind jetzt hier am Buzzin' Frog, am Lake Schlabberdinudel. Ja, da war ich früher oft angeln mit meinem Sohn. Reinhold Rummenigge. Reinhold Rumgenigger. Rummelnigger? Ja, die hängen immer am Autoscooter rum. Was ist das für ein Geräusch? Hörst du das? Hörst du das? Was Hörst ist du das? Ich höre irgendwie so ein Brummen. Ich höre irgendwas. Ich höre so eine Trommel. Das klingt fast schon wie eine Trommel. Oder? So ein dumm, 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 dumm. Wo bist du? Bist du nach rechts von der Mauer gegangen oder links? Welche an der Mauer? Ich bin bei keiner Mauer. An dem Felsen. Ich bin da. Hier. Der vor uns, der Hörst Felsen. Du das? Hörst du das? Es wird immer lauter. Hier wird es immer lauter. Das ist irgendwo hier. Wow! Was denn? Was ist das? Digitale Fledermäuse. Oh mein Gott. Die haben dich auch bei Forest schon immer gekriegt. Im Buzzin' Frog. Hier liegen Hirschkadaver. Alter, hier wurde hart gemetzelt irgendwas. Irgendjemand schnetzelt hier ganz schön kräftig. Und was ist das hier? Medizin? Schwanzkasten. Schwanzkasten? Hier mache ich auf jeden Fall... Ich habe keine Kamera. Wir brauchen eine Kamera hier. Hier, soll ich die hier reinstellen? Wir brauchen hier eine Kamera und ich finde, wir sollten auch eine Bärenfalle hier hin. Das scheint seine Höhle zu sein. Hier, oder? Kamera gut. Ich hab doch gesagt, ihr lebt unten am Buzzin' Frog. Alter, meinst du, das ist seine Höhle? Ich denk schon. Ja, wer soll denn... Ja, nee. Ja, aber das dann ist die Frage... ganz klar nach Quantums Mutter aus. Ja, aber dann ist die Frage, wo ist sie denn hin? Ja, jetzt gerade ist sie wahrscheinlich irgendwo da hinten, sich die Vulva bürsten. Nice.
Ich fände das halt cool, ich weiß nicht, haben die Kameras, das wäre gut, wenn die so Bewegungsmelder hätten, weißt du, dass wenn sich in der Kamera was bewegt, dass das halt angezeigt wird. Also hier ist nichts, man oben. Kann hier nicht hoch. Hier ist nichts. Aber, ja, hier ist nur so eine klitorale Spalte, das gefällt mir nicht. Aber noch ist es auch nicht dunkel, also kann er uns noch nichts anhaben, glaube ich. Tagsüber kommt er ja nicht, ne? Er kann, glaube ich, kommen. Ich bin kein Experte für haarige Monster. Also wollen wir jetzt wieder rüber zum Trailer oder wie? Wo bist du hin? Runter, ich bin runtergelaufen. Oh nein, ich bin alleine irgendwo hingegangen. Ich bin eigentlich noch... Da bist du doch, ich höre dich doch irgendwo. Ich bin hochgelaufen. Soll ich eine Signalflamme entzünden? Nein, das ist immer so laut. Ich entzünde jetzt eine Signalflamme, ja? Oh nein, das ist so laut. Oh Mann. Achtung, ich schieß. Boah! Alter, ist das laut, hör bitte. Und, hast du mich gefunden? Oh, nee. Doch, hier drüben. Hier. Ach da, hu. Es wird dunkel, es wird dunkel. Kaum von Quantumsmarm zu unterscheiden. Doch, ich habe eine Sonnenbrille. Ja, aber der Bart. Ich habe weniger. Okay, okay. So haarig kann kein menschliches Wesen sein. Nein, eigentlich nicht. Aber mir scheint so ein bisschen die Sonne hier ins Auge, Mann. Im echten Leben oder hier im Bigfoot-Leben? Im echten und im Bigfoot-Leben. Das Leben ist hart. Sonne, der natürliche Feind von uns allen. Ja, ne? Ah, das brennt so auf der Haut. Ich bin doch allergisch dagegen. Aber jetzt sind wir hier wieder am Lake, ne? Schlabber die Buben. Aber... Ja, wir müssten eigentlich jetzt über den Lake rüber dann, ne? Können wir schwimmen? Traust du dich? Nee. Sollen wir es mal probieren? Nee, niemals, niemals. Aber noch ist es hell. Alter, wir haben die Höhle von dem Motherfucker gefunden. Oh, was ist das hier drüben? Guck mal hier. Eine Kamera reingestellt. Was ist das denn? Ein blutiges Shirt. Das ist das Camp von den... Von den Typen wahrscheinlich. Alter. Das ist Camp Rubble the Cock. Camp Rubber mal dick. Was ist denn da drin? Oh Mann, hier so kleine Fenster im Zelt. Wo geht's denn da lang? Bist du so der Camper-Typ? Gehst du Camp? Eine Kamera hier beim Camp? Meinst du? Und eine Bärenfalle? Ich mach hier eine Bärenfalle auf jeden Fall hin. Ich könnte noch eine Cam hier hinstellen. Hier, mitten ans Feuer. Kann man hier irgendwas mitnehmen? Okay, ich brauch Rip-Zweig. Guck mal hier, Rip-Zweig. Hier hat man gesehen, wie ich es genommen habe. Und jetzt? Ich weiß nicht. Jetzt habe ich die Falle wieder mitgenommen. Hast du die Falle wieder mitgenommen? Du musst sie genau in den Busch setzen wahrscheinlich. Nee. Boah, ich nehme auf jeden Fall schon mal meine Knarre. Nehmen Sie Falle, steht hier. Ja, aber hier steht auch noch mehr. Zum Fangen. Trapp, Sie müssen Maske es nach dem Platzieren. Dies kann über Zweige durchgeführt werden, was? Ja, genau, du musst das sie ist maskieren. Es. Ja. Was? Oh Gott, was ist das? Was? Oh Gott, der Baum will mich umbringen. Oh. Alter. Ach du Scheiße. Hast du es gesehen? Ja, er wollte auf uns drauf. Killerbäume. Die wahre Bedrohung. Ey, oh Kack, ne? Ich habe wegen dem Spiel schon mit dem Rauchen aufgehört, weil ich sonst sterben würde. Dieses Spiel können wir nicht mehr spielen. Das ist die letzte Folge, sage ich dir. Kanus, Kajaken. Können wir die verwenden? Kajaken? Nee, leider nicht. Wir sind keine richtigen Kajaken. Der aber türkische Kanufahrer. So? Ich gehe jetzt hier durch den See. Okay. An der Seite entlang. An der Seite vom See. Sightseeing. Es wird dunkel. Wollen wir nach Hause? Mann, ich bin heute wieder lustig. Wir gehen nach Hause, oder? Willst du nach Hause gehen? Und die Nacht versuchen zu überleben. Also ich habe immer noch die Tracker-Munition drin. Ich habe die normale. Und dann schieß bitte nur einmal rein und dann drück Z oder so. Oder ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Ja, wie gesagt, ich bin Experte eigentlich jetzt mittlerweile. Ja, ich bin Experte. Hey, ich habe den Bigfoot schon so oft gejagt. Legenden rangen sich um mich. Was du mit dem Bigfoot gemacht hast, das können die Leute nur in meiner Episode sehen. Schmutzige Dinge musste ich mit ihm machen. Das war mir ein Ritual, der Leidenschaft. Das Aufnahmeritual in... Aber der kommt ja auch zu unserem Kreise. Trailer eigentlich, ne? Deswegen gehen wir jetzt mal zum Trailer. Ich meine, also wir haben ja gut geforscht. Wir haben richtig gut geforscht. Ja, als wir ihn getrackt haben, kam er ja zum Trailer dann hinterher. Oh, ich hab so Angst. Ich hab solche Angst. Ich glaube, nachts ist er neugierig und schaut durch unsere Fenster. Den kann man ja auch öffnen. Nachts und so, wird er neugierig. Neugierig, ja, der wird ein bisschen bi-neugierig, weißt du? Ein bisschen bi-neugierig. Dann denkt er sich auch mal so ein paar felllose Fleischklöppel. Die hier würde ich mir schon gerne geben. Obwohl, Kieschor hat ja einen ordentlichen Busch. Bei Kieschor wachsen die Haare bis vorne zur Eichel.
Tja, das ist männlich, das ist 60er. Ja. Weißt du was, ich mache jetzt hier noch ein Stück Fleisch rein. Vielleicht ist er ja so doof und denkt sich so, geil, gratis Schnitzel hier, direkt im, geht nicht. Geht nicht. Aber wäre so geil, oder? Wenn er so sagen würde, hey, cool, was ist denn das? Aber wenn ich jetzt hier das Licht anmache, kommt er bestimmt nicht. Ich habe jetzt erstmal hier noch zwei Bärenfallen platziert. Also Kamera Nummer 1 am Lake Schnabamadudu. Okay, wir haben eine Leiche gefunden, Edward Wilson. Das war der Verknickte mit dem Arm nach links. Hier ist die Leichenkamera, da ist auch keine. Oh, die Höhle, die Höhlenkamera. Okay, oh, das ist der Tropfstein. Aus, ja? Ist total der Tropfstein dunkel heute, ne? Echt? Die Höhle, Tropfstein heute. Aber kommt, was meinst du? Weißt du, willst du nicht die Tür zumachen? Denkst du? Ja klar, Tür zu, Fenster auf, oder? Falls er kommt. Na, jetzt hänge ich aber zwischen der Tür irgendwie. Zwischen zwei Welten. Zwischen zwei Welten. Zwischen wenn. Aber willst du das Fenster wirklich offen lassen? Ja, warum denn nicht? Meinst du, er kommt rein, oder was? Ich denk schon, der... Nee, ich baller da raus, wenn er kommt, Junge. Dann gibt's eine richtige Salve. Hier fühle ich mich jetzt sicher. Kann man hier sich hier bücken? Okay, ich geh mal in die Kameras und check die Lage. Oder Fenster lieber zu. Was sagst du? Ich weiß es nicht. Licht aus, warten. Da hinten, Alter, hier sind überall Fallen jetzt, ne? Also hier bei der Leiche ist alles ruhig und clean. Okay. In der Höhle wird ein bisschen abgetropft, aber sonst... Ja, sonst alles gut, ja. Dann hier beim Camp. Okay, ich meine, Kopflampe können wir eigentlich eh anlassen, weil er hat uns ja auch gefressen, als wir die Kopflampe anhatten. Ach, ja, aber wir sind schon so richtige Forscher geworden, ne? Der Bastard wird uns naschen. Wir haben uns gestern ja extra dann Dokus gemeinsam angeguckt, wie jetzt der echte Bigfoot im echten Leben sich verhält, damit wir dann Rückschlüsse auf das Spiel führen können. Man weiß auch nie, ist das Bigfoot oder einfach nur ein Büschel von Blättern. Das ist ja schwer aber zu sagen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist immer höher, dass es keine Blätter sind im Wald. Ja, die Wahrscheinlichkeit ist auf jeden Fall höher, dass es Bigfoot ist. Guck mal, ich kann hier so ein bisschen durch die Wand gucken. Willst du den Kameramann... Oh, warum gehst du raus? Traust du dich? Weiß nicht, ich... Soll ich meinen Bigfoot-Lockruf machen? Vielleicht funktioniert's. Oh, der hat schon mal funktioniert, ne? Wawahu! Oh Gott, jetzt... Wawahu! Wawahu? Ja. Wawahu! Kuckuck! Kuckuck! Ignaz! Jetzt guckst du mal! Sind das da hinten Blätter oder ist es Bigfoot? Muss Bigfoot sein. Du weißt, Blätter ist total unwahrscheinlich. Das ist echt unwahrscheinlich. Der kommt nicht! Der kommt, wir hätten uns mit Barbecue-Soße einreiben müssen, glaubt mir. Mit der Homer's Bar-Barbecue-Soße? Das extra B steht für Bring Your Own Meat oder so, ne? Hier ist nirgendwo ein Bigfoot. Traust du dich rauszugehen? Ich trau mich jetzt irgendwie nicht. Jetzt habe ich irgendwie Schiss. Ja, komm, jetzt geh doch mal raus. Nein, ich... Komm, hier, Tür ist offen. Geh mal raus. Geh mal gucken. Lass die Tür zu. Komm, da liegt doch Fleisch. Der will mehr Fleisch als dich. Vielleicht brauchen wir die Beleuchtung. Vielleicht lockt ihn die Beleuchtung an, weißt du? Weiß nicht, ob wir die letztes Mal anhatten, die Beleuchtung. Okay, hier drüben ist wieder ein Hirsch. Da ist er! Wo, er was? Kommt, ich sehe ihn! Was? Ah, er kommt auf mich zu! Er kommt direkt auf mich zu! Hast du ihn gesehen? Habe ich ihn getroffen? Habe ich ihn getraggert? Ich glaube ja. Nein, habe ich nicht. Da ist er! Habe ich nicht! Jetzt habe ich ihn getraggert. Aua! Da ist er! Aua! Du hast mich erschossen, du Idiot! Was? Du hast mich erschossen! Verdammte Scheiße! Ich habe dich gar nicht erschossen! Er hat du dich hast von hinten mich geschlagen! Erschossen. Alle können sehen! Alle! Belebt mich wieder mit irgendwas. Schieb mir ein Medikit rein oder so. Wie geht es denn? Ich weiß es nicht. Hast du in den Kopf geschossen? Ich hab nur gesagt, ich hab echt jetzt, du hast mir in den Kopf geschossen, verdammt. Du bist in meine Munition, in meine Kugel reingelaufen. Du weißt, das ist der Todes... Das ist die Todesursache Nummer 1 für Südstaaten-Billys. Oh! Was? Was ist hier los? Oh! Oh! Schieß mir nicht in den Kopf! Schieß mir nicht in den Kopf! Da hinten läuft er. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Hey, Vorsicht! Wo? Wo da hinten? Ja, oh. Von mir aus vorne links. Auf 11 Uhr ist er gelaufen. Ich habe ihn nicht getrackert, weil ich jetzt... Keine Ahnung, die Kopfverletzung hat mich... Alter! Wo ist seine Blutspur? Wo ist sein Blut? Wir müssen... Ich hab nicht damit gerechnet, dass der jetzt auf einmal schon kommt. Wir fangen hier an zu spielen, so, hey, Kisha, ich hab dir aus Versehen... Also, du bist in meine Kugeln gerannt und... Nein, du hast mir in den Kopf geschossen.
Was jetzt passiert? Du bist eine Bärenfalle gelaufen. Ach. Das meine ich, mit so einem gehe ich auf die Jagd. Versteht ihr das? So ein Typ. Alter, hier ist dein grünes Blut. Warte mal, ich leck mal. Oh, boah, bist du... Boah. Oh Gott, ist das laut, Alter. Boah, der bekloppte Idiot, ey. Ja, wo ist er denn jetzt? Wir haben die Kameras. Er ist auf jeden Fall Richtung Kamera 2 und 3 gelaufen. Richtung Kamera 2 und 3 ist er gelaufen. Hast du es gehört? Das war ein Donner. Ja, bei 3 ist... Bei der 3 hört man so tropfen, als... Weiß ich nicht. Blub, blub. Ja, wollen wir jetzt hier beim Trailer bleiben oder wollen wir uns rauswagen? Oh, ich weiß es nicht. Meinst du, wir können ihn fangen in der Dunkelheit? Ich weiß es nicht. Willst du den trackern? Meinst du, er wird uns töten? Der hat ja fast gar keine Lebensenergie verloren. Nee, obwohl ich so super reingeschossen habe. Naja, einmal hast du ihn getroffen, danach war nur noch Geschrei und daneben schießen. Das stimmt doch gar nicht. Natürlich, du bist wieder total am Hyperventilieren gewesen. Es ist aber auch brutal. Haben wir hier noch ein Medipack irgendwo zufällig? Na, ich hab eins noch. Ja, ich hab meins schon reingesteckt. Wie? Ja, ich bin in eine Bärenfalle getreten. Ich stand in einer Bärenfalle. Das ist eine Falle für Bären. Ja und? Fleischwunde. Ich hab die nicht gesehen, weil die so gut getarnt war. Ja, es war meine. Nein, es war meine. Nein, es war meine. Es war wirklich meine, es die hier vorne meine. Stand. Erzähl doch nicht so einen Unsinn, Alter. Ich hab eine Bärenfalle aufgestellt, genau hier vorne in diesem Gebüsch. Weil ich nämlich Blätter drauf gelegt habe. Ist das jetzt der Donner oder ist das Bigfoot? Das ist der Donner. Bigfoot macht mehr so... Aber er ist ja ganz in eine andere Richtung gelaufen. In welche Richtung denn? Richtung See. Aus dem Trailer raus, 11 Uhr. Also von hier ist in die Richtung, wo ich jetzt gehe. Pass auf, ich gehe ja jetzt hin. Hast du deine Tracker? Ich habe meine Tracker. Okay, er ist hier lang gelaufen. Siehst du hier. Blut? Nein, das vergeht ja auch. Das wird ja von Elchen geleckt. Elche lecken mich, also jetzt Bigfoot-Blut. Wenn ich die Sonne hier nicht so blenden würde, könnte ich auch meine Augen aufmachen. Er ist auf jeden Fall in diese Richtung hier. Er ist weg. Wir haben ihn wieder verloren. Wir hätten ihn damals wahrscheinlich dingfest gemacht. Hättest du mir nicht in den Kopf geschossen. Nee, glaube ich nicht. Doch, wir hätten ihn dingfest gemacht. Davon bin ich überzeugt. Dein hätten Kopfschuss. Wir einfach mal die Tür zugemacht. Und aus dem Fenster geschossen. Hier ist eine Leiche. Hab eine Leiche gefunden. Hä? Was? Was? Da! Hab ihn getrackert! Schieß! Ich schieß doch! Er blutet noch! Renn ihm nach! Ich hab ihn nochmal getroffen! Ich auch! Ich hab ihn nochmal getroffen! Oh. Er blutet wie Sau! Oh, nachladen! Ich hab nur noch 5 Schuss! Ich hab ihn getrackert, der ist bei unserem Trailer! Was will er denn da? Wahrscheinlich meine Pornosammlung schänden. Oh nein, die 6 Tonnen Pornografie. Die mich fast ermordet hätten. Er ist jetzt im Zentrum. Oh, ja, im Zentrum, Alter, im Zentrum meines Gehirns. Da läuft er rum. Nutz deinen Lockruf, du musst deinen Lockruf nutzen. Das ist kein Lockruf. Doch, das war voll der Lockruf. Er muss direkt vor uns sein irgendwo. Er muss direkt vor uns sein. Wir holen dich. Hier Biggie. Muss er sein. Biggie Smalls. Biggie? Keine Ahnung. Er muss hier rumrennen. Er muss jetzt unten. Wo? Hier drüben! Erschieß bitte nicht mich! Scheiße. Ich bin geheilt. Okay, ich hab nur noch einen Schuss. Oh, ich bin irgendwie runtergefallen irgendwo. Er ist da vorne am See. Er will sich spedeißen. Lass ihn nicht spedeißen. Was war das? Er ist ins Wasser gesprungen. Wie, er ist ins Wasser gesprungen? Er kühlt seine Eier im Wasser. Oh. Jetzt ist er wieder aus dem Wasser raus. Ja. Scheiße. Fuck, ich bin im so. Verdammt, der ist viel zu schnell. Ja, was meinst du, was hat der für eine Schrittweite, Alter? 2 Meter? Jetzt ist er im Sumpf. Er ist im Sumpf. Fuck, ey, der ist so schnell. Der rennt jetzt erstmal in seine Höhle und masturbiert wahrscheinlich. In seine Man Cave? Oh, und du hast natürlich die ganze Munition eingesammelt, ne? Ich hab nichts mehr. Einen Schuss habe ich noch. Bei der Hütte gibt's noch ein bisschen Munition.
Bei dem Hochsitz, bei der Hütte. Da, wo er jetzt gerade ist, ja? Okay, ich muss ihn nochmal trackern. Wenn er jetzt wiederkommt, tracker ich ihn nochmal. Er ist direkt vor uns, er ist am Hochsitz. Er muss geradeaus da irgendwo rumlaufen. Wo ist er denn? Ich kann nichts sehen. Er müsste direkt jetzt hier bei mir sein. Ich höre ihn. Da ist er. Da! Schieß! Ich hab ihn angetrackert. Okay. Hat einen neuen Tracker drin. Da hinten rennt er. Ich brauche neue Munition. In der Hütte müsste was sein. In der Hütte oder im Hochsitz. Kann ich ihn in Brand stecken mit den Flares? Oh, ey, er rennt da unten rum. Er rennt da unten rum. Aber ich habe die Angst verloren. Er rennt an der Kamera 2. Aber ich muss gucken. Bigfoot gibt es wirklich. Ah, nein, wir sind die größten Monsterjäger aller Zeiten. Also jetzt sind wir offiziell die größten, oder? Ich meine. Ja, Mann. Ich habe da so oft reingelunzt jetzt in den Kerl. Ich habe selten Lebewesen gesehen, die so oft reingelunzt bekommen haben. Ich glaube, deine Mom war die Einzige. So, ich habe wieder ein bisschen Moon. Wo rennst du rum? Na hier, jagen. Jagen? Ich komme hier nicht durch den Sumpf, Alter. Das dauert doch ewig. Ach Gott, scheiße. Ich muss durch den Sumpf. Tut mir leid. Big Hood. Das sehen wir hast da vorne. Okay, hast du normale Moon geladen jetzt? Ja, ich habe normale Moon. Oh, ich muss mich mit irgendwas abtupfen. Oh Gott. Er ist in den Bergen. So. Alles ist er wieder bei uns im Trailer da hinten. Der findet das da geil, ne? Irgendwie schon, ja. Der Geruch deiner Socken und gebrauchter Kleenex-Tücher, der zieht ihn irgendwie an. Ja, aber ich sehe schon wieder nichts. Es ist so finstere Finsternacht jetzt, ne? Er ist auf der Straße. Da hinten sehe ich ihn. Wovon soll Bigfoot auch leben? Da hinten ist er. Hast du ihn getroffen? Ich weiß es nicht. Hä? Ich hab mal geflärt. Vielleicht kann ich damit geistige Verwirrung auslösen. Er rennt runter zum Tor. Gartentor. Er ist Gartentor. Er ist Garten? Er ist Gartentor. Ich renn einfach. Ich hab nur die Map auf. Oh, ich glaube, er kommt zurück. Er kommt zurück. Er geht zum Trailer. Wo bist du? Ja, genau da. Ich bin. Er müsste jetzt vor mir sein. Er müsste eigentlich auch geradeaus irgendwo sein bei mir jetzt. Er müsste jetzt eigentlich. Eigentlich müsste ich ihn sehen. Ich hab ihn getroffen! Wo? Da hinten am. Wo ist er hin? Der ist direkt unterm Trailer jetzt. Er ist zu schnell, der Typ ist zu schnell. Ich glaube, wir müssen die Jagd abbrechen. Meinst du? Ich glaube, das kriegen wir nicht hin, nee. In der Nacht kriegen wir den nicht mehr. Was ist am Tag? Vielleicht in seiner Höhle aufsuchen und beim Masturbieren erschießen? Aber es wäre unfair, oder? Das wäre ziemlich unfair, das macht man doch nicht. Meine Güte, Alter. Selbst die Nazis haben sowas nicht gemacht. Du bist ja richtig krank. Was? Oh, lass Mann, dem Mann ey. Noch seine Würde. Kein Mann, das ist eine Bestie. Er hat Menschen umgebracht. Ja, jeder macht mal Fehler. Aber beim Masturbieren erschießen hat doch niemand verdient. Ist aber eigentlich auch so, ne? Wir leben in so einer Entschuldigungsgesellschaft, ne? Ah, sie kriegen 25 Jahre Knast. Aber es tut mir doch so leid. Ja, okay, dann nur 2. Weißt, ja, ist doch so, oder nicht? Weißt du? Oh Mann. Irgendwo ist er jetzt hier am See unten. Alter, der Typ, der ist an Orten, wo man gar nicht sein darf. Er ist auf der anderen Seite vom Bach. Ich bin jetzt gerade im Bach. Im Bach? Im Dirk. Im Dirk, im Alten. Irgendwann kann ich auch nicht mehr sprinten, glaube ich. Bin ein bisschen am Flattern. Nee, der ist jetzt wieder unten am See. Der Typ ist zu schnell. Wir kriegen ihn nicht. Da hinten habe ich ihn ganz kurz gesehen, glaube ich. Das war entweder... Er muss da Blätter sein. Oder Bigfoot. Ich steck fest. Oh! Ich steck fest. Was ist? Er greift mich an. Ich steck fest im Blätterbusch, Wald. Verdammt. Er ist weg. Das war's. Kriegen wir nicht. Gut, die Folge ist vorbei. Wir müssen uns neu sammeln. Wir müssen neue Kräfte sammeln. Ich hätte ihn, wie gesagt, bekommen, hätte mir kreislich den Kopf geschossen. Ja. Da sind wir uns, denke ich mal, alle einig. Danke fürs Zusehen. Oh, der Tracker ist jetzt. Oh Gott. Ja, ich halte das nicht aus. Ich bin jetzt weg. Das ist zu heftig. Wenn ihr noch eine Folge sehen wollt, bewerten. Tschüss. Ciao.